Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor ich es vergesse, Happy New Year, Happy 2021. Thank God, dass das Jahr vorbei ist. Wir hoffen, dass das neue Jahr gut wird und ich wünsche euch nur alles, alles Gute für die kommenden 365 Tage. Wobei, ist ein Schaltjahr? Ich weiß es nicht. Hallo, wir starten das Jahr so, wie wir es am liebsten haben und zwar mit einer Limited Edition von Essence. Ich habe einige Produkte aus der My Power Is Limited Edition, Trend Edition heißt das, glaube ich, bei Essence, hier für euch besorgt und die werden wir heute testen. Ich habe zwei Lidschattenpaletten, ich habe alle vier Lippenstifte und ich habe einen von diesen vier verschiedenen Sprays für euch besorgt und wir werden das Ganze jetzt in dieses, ja, Hallo KFC-Pickelchen-Gesicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt und falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das kostet nichts, mir bedeutet es die Welt und dann könnt ihr Teil der Giacomo Army sein. Ich lade dreimal die Woche hoch, unter anderem eigentlich viele, viele Limited Editions. Und ich weiß, dass in den nächsten Wochen viele spannende Produkte auf mich und auf euch zukommen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt einmal auf den Abonnieren-Button drückt und dann geht es auch schon los. Ihr seht, ich habe mein Gesicht schon geschminkt, einfach um so ein bisschen Zeit zu sparen. Ich will nicht bla 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 machen, sondern es geht heute ausschließlich um die Produkte. Ich habe zwei Paletten gekauft und das Thema der Limited Edition ist Sternzeichen. Und diese Erdenzeichen, Wasser, Feuer, Erde, Luft. So. Hi, mein Name ist Maxim, ich habe keine Ahnung davon. Wir haben hier einmal die Wasserpalette und einmal die Feuerpalette. Ich habe alle Lippenstifte gezeigt. Ich finde, Lippenstifte sind eine sehr persönliche Sache. Bei Lidschatten kann ich euch so eine grobe Tendenz geben. Und ehrlich gesagt fand ich die anderen beiden auch so ein bisschen langweilig. Ich blende euch hier einmal ein Foto von der Erde ein. Und hier ein Foto von der Luftpalette. Ein, zwei Farben daraus fand ich ganz spannend. Ich habe so viele Lidschattenpaletten, es reicht. Was ich sehr cool fand, ist, es gab auch Setting Sprays. Und ich habe hier mich für das Wasserspray entschieden. Das ist ein Primer und ein Hydrating Spray. Ich habe es vor der Foundation benutzt und es sah sehr, sehr schön aus. Es roch so ein bisschen zitrisch. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier sind so Kristalle drin. Ich habe das jetzt hier mit Rock Crystal. Es gab es mit Amethyst, mit diesem Grün und noch irgendeinem anderen Stein. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Vermutlich schon. Ich glaube nicht so daran, dass diese Steine was aktiv bringen. Woran ich aber glaube, ist, dass wenn man selber an etwas glaubt, dass es einem dann auch gut tut. Ob die Steine jetzt dabei helfen, mein Gesicht besser aussehen zu lassen, I don't know. I don't care. Wir gucken einfach, wie das Spray ist und ich gebe mir das jetzt auch gleich erstmal auf, weil ich habe mein Make-up noch nicht gesettet. Okay, she's wet now. Es riecht sehr frisch. Kann ich mir super für den Sommer vorstellen. Ich mag den Geruch sehr gerne. Er verfliegt auch recht schnell. Ich überlege, woran der mich erinnert. Ich weiß es. Froschreiniger. Kennt ihr diesen Putz, diesen Soda-Reiniger von Frosch? Genau so riecht es. Ich mag das sehr, sehr gerne. Es fühlt sich sehr gut an und die Haut sieht schön mit Feuchtigkeit versorgt aus. Gefällt mir gut. Ob die Steine jetzt was machen? Keine Ahnung. Ein Setting Spray ist immer gut. Es riecht gut. Es sieht ganz süß aus. Hier finde ich die Verpackung. Es war ja alles so ein bisschen thematisch angepasst. Finde ich süß. Und es gab halt vier verschiedene davon. Aber ich habe die jetzt nicht mitgenommen. Ach so, hier, wartet mal. Mit Bergkristallen. Kann im Element Wasser geboren dabei helfen, sich von negativen Emotionen zu befreien und deine Energie zu bündeln. Guess what? Ich habe sehr viel negative Emotionen. Ich habe euch ein kleines Stückchen dunkler gestellt, dann könnt ihr alles so ein bisschen besser sehen. Was ich ganz cool finde bei den Paletten ist das Packaging. Also hier ist einmal My Power Is und dann Fire, das ist alles thematisch angepasst. Und dann kann man das hier oben so aufklappen und dann steht hier Fire Zodiac Signs, Aries, Leo and Sagittarius. Schütze, das bin ich. Most likely to be enthusiastic, passionate and fun. Ist süß. Finde ich süß. Dieses Sternzeichen-Ding, das ist ja die letzten Jahre gefühlt aus dem Nichts gekommen. Lustige Geschichte aus meinem Leben. Es gab bei uns hier bei Burger King in meiner Nähe früher mal so einen Computer. Das ist schon Jahre her. Ne? Und da konnte man dann sein Geburtsdatum und seine Uhrzeit eingeben. Und dann hat der Computer einem gesagt, was man für ein chinesisches Sternzeichen ist. Und ich bin im Jahr
des Schweins geboren und im Monat des Schweins. Und ich bin heulend nach Hause gekommen zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich bin Doppelschwein und ich möchte das nicht. So lustig war es nicht. Eigentlich war es ziemlich traumatisierend, weil seitdem bin ich ein Doppelschwein in der Familie. Gruß geht raus. Okay, wir schauen uns die Palette an. Man klappt die so auf und dann hat man hier halt einmal die Farben. Was ich schön finde, ist, dass auch Essence jetzt diese gefleckten Lidschatten mit dazugepackt hat, die es ja bei Catrice auch gab. Auch die Farben sind, naja, das sind halt Standardfarben und ich habe ja jetzt auch eine Standardpalette gekauft. Was ich sagen muss, die Farbaufteilung der Palette, wenn man so grob raufguckt erstmal, fand ich sehr spannend und mal was anderes. Außer diese hier. Das ist die wahrscheinlich Bestselling-Palette von Essence dann aus dieser Kollektion, weil sie einfach die Masse eher anspricht. Für uns Make-up-Enthusiasten ist aber dann die blaue was. Und blau finde ich schon echt spannend. Wir haben hier nämlich richtig coole Farben drin. Wir haben einen Glitzerton, wir haben 4 verschiedene wirklich blaue und Türkistöne, ein schimmerndes Lila und dann hier unten aber auch nochmal neutrale Töne. Also auch die anderen Palette waren so, dass man sie im Alltag benutzen kann und dann halt immer ein Highlight setzen kann. Ich muss sagen, jetzt wenn ich mir die von Nahem anschaue, es sind viele Semi-Schimmertöne mit drin und das mag ich persönlich nicht. Also hier ist jetzt beispielsweise nur das Türkis und dieses Beige, ein kompletter matter Ton und der Rest ist eher Schimmer. Ich mag das nicht so gerne, weil ich habe das Gefühl, es sieht dann einfach auf dem Augenlid immer so ein bisschen schwierig aus. Hier in der roten Palette sind 1, 2, 3, 4 matte Töne mit drin und wir fangen mit dieser an. Ich nehme als erstes hier auch aus dieser Crystal-Kollektion von BH Cosmetics, die Nummer 8 ist das, und gehe als erstes, und jetzt wird es schon schwierig, denn die dunkelste matte Farbe ist diese hier. Und dann haben wir halt Schimmertöne. Und das ist so eine Sache, die ich persönlich nicht verstehe. Ich probiere halt immer so ein bisschen aus eurer Sicht zu denken. Ihr kauft euch eine Palette wahrscheinlich, viele von euch, nicht alle, aber viele, oder auch Gudrun Müller, die eigentlich kein YouTube guckt, nicht so viel Ahnung von Make-up hat, die geht in den Laden und kauft sich diese Palette und muss dann überlegen, was macht sie damit. Und wenn sie so ein bisschen weiß von hell nach dunkel und diese klassischen Make-up-Looks macht, dann wäre das die dunkelste Farbe. Aber diese dunkle Schimmerfarbe hier, die kann ich ja vom normalen Blick gar nicht benutzen, weil der Übergang zwischen diesem dunklen Schimmer und diesem hellen Matt ist meines Erachtens ein bisschen zu groß. Und die Farbe in der Mitte sieht ähnlich aus wie meine Farbe Günstmaus. Meine ist nur noch so ein bisschen goldreflektierender. Wir gehen jetzt aber als erstes mit diesem Pinsel hier in dieses Orange. Ich lade den Pinsel gut auf, ein Spiegel ist nicht mit drin. Und das stempel ich mir jetzt hier hin. Seht ihr? Hat eine gute Farbabgabe, allerdings. Hat eine gute Farbabgabe, allerdings ist das ja nicht wirklich dunkel. Also mit einem weißen Lidschattenprimer wäre es, glaube ich, ganz gut. Aber viel dunkler kriege ich den Look halt jetzt nicht. Ne? Also das wird ein recht schlichter Look jetzt wieder. Vielleicht müsste man dann noch andere Paletten mitkaufen. Ich glaube, die Erdpalette war so ein bisschen bräunlicher. Ja, ich blende das Ganze jetzt mal mit einem sauberen Pinsel aus und gehe in diese Farbe hier. Ich finde es gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen fleckig. I'm sorry. Ja, es geht schon, ne? Ich gehe jetzt nochmal mit dem Pinsel hier rein und baue das auf. Also sie blendet sich halt so ein bisschen aus. Mein Lid ist noch ein bisschen feucht, also es ist nicht komplett gesettet. Aber sie blendet sich so ein bisschen ins Nichts aus. Ist normal bei Orange und bei meiner Hautfarbe auch nicht so ein Wunder. Na, aber jetzt habe ich halt das Problem, womit gehe ich dunkler, ne? Ich kann jetzt halt einen Schimmerton auf mein bewegliches Lid geben und das war's dann. Ich gehe jetzt nochmal hier in die Farbe. Vielleicht sieht die ja dunkler aus. Und setze mir die hier außen hin. Ja, nicht viel dunkler, ne? Nee, ja gut, dann nehmen wir jetzt meinen Finger und geben mal hier in die Farbe in der Mitte. Sehr, sehr cremig. Schöne Farbe. Ich swatche euch mal im Vergleich zu Günstmaus. Das ist jetzt die aus der Essence-Palette. Und das ist Günstmaus. Ja, Günstmaus ist ein bisschen güldener. Aber wenn das Licht so fällt, dann ist es schon ähnlich. Also ich gehe jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen rüber. Ich finde den Look schön, weil er halt sehr schlicht ist und ich stehe auf diese super monochromen Looks. Aber brauche ich dafür eine komplette Palette? Ich nehme jetzt nochmal einen Pinsel und habe ein bisschen nass gemacht. Ja, also es ist eine schöne Palette. Es ist, die Lidschatten sind qualitativ, die Schimmertöne zumindest, sehr, sehr schön. Man kann sie gut aufbauen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das braucht man nicht. Das ist extrem, könnt ihr das sehen? Mein Fingerabdruck ist da mit drin. Jetzt könnt ihr mein Telefon entsperren. Nee.
mein Computer. Das ist eine sehr schöne Farbe. Die kann ich mir jetzt vielleicht noch ganz leicht außen hingeben, weil sie nicht ganz so schimmernd ist. Schaut mal. Ah, okay. Die ist nass. Das ist wie nass. Und die sieht auch nicht so schimmrig auf dem Auge aus. Okay. Okay, ja, finde ich ganz cool. Ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, wow, Mensch. Darauf habe ich gewartet. Wir schauen, was die blaue Palette kann. Auch da haben wir so ein bisschen das Problem, durch diese Schimmerfarben. Vielleicht kriegen wir es hin. Wir gehen mit einem BH-Pinsel, steht gar nichts mehr drauf, in dieses Petrol. Hat ein bisschen Kickback. Ich klopfe einmal ab. Und das setze ich mir hier außen schon mal hin. Achtung, es ist ein Blending Brush. Ich möchte den Ton nämlich sehr weich haben erstmal. Ist wirklich auch nur so ein leichter Hauch von Blau. Ich nehme ein bisschen fester gebundenen Pinsel. Der ist jetzt hier auch von Essence. Und gehe hier rein, lade den Pinsel auf, presse jetzt. Und dann kommt das Pigment. Mit dem Blending Brush ging es jetzt nicht so gut, weil ich muss es ja irgendwie ausblenden. Auch die hat sich halt so ein bisschen ins Nichts ausgeblendet, was jetzt aber nicht schlimm ist, ne? Also der Weißanteil ist ein bisschen zu hoch. Wir gehen jetzt mal in dieses dunkle Blau hier. Das ist ein Schimmerton. Der sieht gut aus. Ich weiß noch, Essence hatte mal einen Monolidschatten in einem Blau. Ist das sogar der hier? Nee. Der hat eine andere Textur. Und als ich meine Palette gemacht habe, bin ich zu Catrice gegangen und habe gesagt, ich möchte einen Blauton, der so ist wie der von Essence. Weiß ich noch. Lässt sich nicht ausblenden. Also, ich kriege die Farbe nicht so gut ausgeblendet, wie ich es gerne hätte. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel hier. Das ist halt das Problem, dass die Schimmertöne ein bisschen öliger sind, in Anführungszeichen, damit der Schimmer drin hält. Und dadurch kriegt man sie dann schwieriger ausgeblendet. Schimmertöne soll man ja auch eigentlich nicht ausblenden. Okay, ja. Also das braucht ein bisschen Arbeit. Welche Farbe aber ganz spannend aussieht, ist dieses hier unten. Das ist ein Highlighting-Ton und der sieht aus. Seht ihr das? Sehr schön, extrem pigmentiert, wie aus meiner Palette Sicilia und Schuck so ein bisschen gemischt. Seht ihr das? Fast identisch. Ich sprühe jetzt den Pinsel nochmal nass mit dem Spray von Essence eben. Und jetzt gehen wir in das Schimmer hier. Auch, okay. Sehr schön. Jetzt gehe ich mal hier in das Glitzer. Das ist schön. Wow. Und außen nochmal hier in dieses Dunkle und das verbinde ich hier so ein bisschen. Also die Schimmertöne und dieser Glitzerton, das kommt in der Kamera gar nicht so krass rüber. Sehr schön. Die matten Farben waren jetzt, war jetzt nicht so meins. Also ihr seht halt kaum was von dem Blau. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Pencilbrush hier in dieses Gelbgold. Das ist eine sehr schöne Farbe. Die setze ich mir hier hin. Okay, ihr süßen Mäuse. Ich habe euch nochmal ein Stückchen rausgezoomt, um das Gesamtergebnis euch anzuschauen. Also, von Weitem finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Der Look gefällt mir jetzt besser, weil er schlichter ist. Der Look gefällt mir jetzt so ein bisschen besser, weil er ein bisschen schlichter ist und in dieses Monochrome geht und ich finde, ein bisschen besser zu mir passt. Der Glitzerton aus der blauen Palette, sehr, sehr schön. Also der hält gut auf dem Auge. Auch der helle Blauton gefällt mir gut. Ich lasse die Augen jetzt einfach so, damit ich da nicht gleich so viel rumreiben kann. Ich habe nämlich nächste Woche nochmal einen Augenarzttermin. Mein rechtes Auge ist immer noch nicht ganz so gut. Es gibt vier Lippenstifte und auch hier Packaging sehr, sehr süß. Es steht überall Air und Fire und was weiß ich drauf. Wir fangen an mit der Farbe Earth. Das ist eher so ein schönes Mauve. Die sind so ein bisschen semi-matt. Süß. Toll. Fühlt sich gut an. Das ist so eine leicht pudrige Textur auf den Lippen. Lippenstifte halten natürlich nicht ganz so lange wie Liquid Lipsticks. Es fühlt sich aber schön an. Also es ist jetzt nicht dieses Glossy-Gefühl. Damit komme ich persönlich nicht so klar im Alltag. Dann haben wir die Farbe Water. Und das verstehe ich nicht so ganz, warum das jetzt so ein Rot ist. So ein bläuliches Rot, ne? Geht immer so ein bisschen in die rosa Richtung. Auch eine schöne Farbe. Was ich cool gefunden hätte und richtig mutig wäre, eine ganz andere Farbe. Also nicht rot, sondern vielleicht ein Blau oder so. Hätte ein bisschen besser zu Water gepasst. Also ich weiß und ich sehe das aus zwei Perspektiven. Ich sehe es einmal aus der Perspektive der Brand. Blau wird sich nicht so gut verkaufen wie dieser Rotton. Für uns, die aber schon viel, viel Lippenstifte zu Hause haben, wäre ein blauer Lippenstift aus der Drogerie richtig cool gewesen. Als nächstes testen wir die Farbe R. Auch das ist ein Rotton. Geht aber eher so ein bisschen in die Himbeerrichtung.
Ich hatte erst gedacht, dass ich mit dieser runden Form nicht so gut klarkomme, aber damit komme ich sehr gut klar. Ja, das ist ein schöner Himbeerton. Sehr, ja, doch, auch eine schöne Farbe, ne? Ich zeige sie euch ja jetzt nur. Fühlen sich gut auf den Lippen an, ne? Also das ist jetzt nicht dieses Glossige, es ist ein schöner halbmatter Ton, aber nicht trocken. Und zu guter Letzt, meine persönliche Lieblingsfarbe, Fire, das ist ein richtig schönes Rot. Ne? Der fühlt sich ein bisschen fester an. Das ist die beste Farbe. Das kommt dem Dior 999 oder 666 sehr ähnlich. Ich empfehle euch da einen Lip Liner zu. Sehr, sehr schöne Farbe und lässt die Zähne sehr weiß aussehen. Ehrlich gesagt kann man auf die Lidschattenpaletten, glaube ich, verzichten, weil sie jetzt nicht zu sagen so, boah, krass, das brauche ich jetzt. Was sehr, sehr schön sind, sind die Lippenstifte und die Farben dazu. Die Setting Sprays, toll, fühlen sich gut im Gesicht an, hinterlassen so einen leichten Glow und so ein bisschen Feuchtigkeit. Könnt ihr euch im Kühlschrank stellen, habt da eine tolle Sache. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier mit dabei wart und wir sehen uns beim neuen Video am Montag wieder. Passt auf euch auf!